Ja, hallo hier aus dem Europäischen Parlament. Es gibt mal wieder einen Newsletter von mir hier, Sachsen-Anhalt-Stimme in Europa, Sven Schulze. Drei Themen. Das erste Thema, europäisches Lieferkettengesetz. Da geht es darum, dass wir auf europäischer Ebene wollen, dass man etwas besser nachverfolgen kann, wo gewisse Produkte, die dann auch weiterverarbeitet werden, auch von deutschen Firmen weiterverarbeitet werden, herkommen, unter welchen Bedingungen diese Produkte dann auch gefertigt wurden, Thema Kinderarbeit und so weiter. Ich glaube, da muss man einen vernünftigen Mix finden. Ich glaube, manche gehen da ein Stück weit zu weit, denn ich frage mich manchmal, wie soll ein mittelständisches Unternehmen aus Sachsen-Anhalt, was ein Produkt kauft, das es weiterverarbeiten will, im Detail wissen, wie das Produkt hergestellt wurde. Also da haben wir als CDU, CSU auch einige Dinge jetzt reinverhandelt, die, glaube ich, auch für mittelständische Unternehmen am Ende noch ganz gut sind. Das muss alles mit Augenmaß passieren, das im Newsletter. Dann zweites Thema, wir haben in Europa ja immer wieder die Diskussion gehabt in den letzten Monaten, dass unsere Verhaltensweise als europäische Ebene in der Corona-Pandemie nicht optimal war. Das stimmt auch. Es gab viele Dinge, die gut liefen. Es gab aber auch einige Dinge, die nicht so gut liefen. Und wir haben hier das Thema EU-Verhältnisse auf dem Schirm. Wir haben da auch einiges zu beschlossen. Da geht es einfach darum, die Europäische Union besser auszustatten, auch mit Kompetenzen auf dem Gesundheitssektor. Auch da einiges im Newsletter. Und dann war ich in der vergangenen Woche, unter Corona-Bedingungen natürlich, unterwegs in Sachsen-Anhalt. Ich war bei der VNG AG in Teutschenthal, Thema Wasserstoff, Thema Versorgungssicherheit mit erneuerbaren Energien. Auch da einiges im Newsletter zu. Viel Spaß beim Lesen. Gern auch Anregungen, Kritik, Lob. Alles ist erlaubt. Einfach kurz an mich wenden. Würde mich freuen über das ein oder andere Feedback. Bis zum nächsten Mal. Hier aus Brüssel, euer Sven Schulze.